Für Adenauer war es auch mit 70 Jahren noch nicht zu spät für einen Neuanfang. Die Überwindung der Schrecken des Zweiten Weltkriegs entfachte in ihm neuen Tatendrang. Er wusste die Gunst des Neuanfangs für sich zu nutzen. In Alpeneifer übernahm er kurz nach Kriegsende erneut das Amt des Oberbürgermeisters und begann mit dem Wiederaufbau von Köln, das in Schutt und Asche lag. Adenauer, besorgt um das Wohl der Kölner Bevölkerung, legte sich mit der britischen Besatzungsmacht an und wurde von den Briten kurzerhand seines Amtes enthoben. Trotz Entmachtung in seiner Heimatstadt Köln war sein Gestaltungswille ungebrochen. Mit großer Zielstrebigkeit machte er sich als erster Parteivorsitzender für die neu gegründete Partei der Christlich-Demokratischen Union stark. Wir wollten eine große Volkspartei gründen. Eine Volkspartei, in die jeder eintreten konnte. Gleichgültig, welche Konfession er hatte, gleichgültig auch, welchen Beruf er ausübte. Als Kopf der CDU setzte Adenauer die soziale Marktwirtschaft durch und trieb den Währungswechsel zur deutschen Mark voran. Beides waren Voraussetzungen für das Wirtschaftswunder der 50er Jahre.